Das Leben macht in Bagdad wirklich keinen Spaß. Jeden Abend tut sich an der Klagemauer was. Gestern wurde fast ein Wächter gehängt, dem der Sultan noch das Leben geschenkt. Heute aber ist es bitter, denn es droht ein Ungewitter. Hört ihr's hinter jenem Gitter? Nein, ich halt das Elend nicht mehr auf, ich halt es nicht mehr aus. Im Harem sitzen, heulen die Eunuchen. Die Lieblingsfrau des Sultans ist entflohen. Er wird sie alle köpfen und verfluchen. Die Lieblingsfrau erwartet einen Sohn. Der Sultan ist nicht kleinlich, doch es ist peinlich, er war ein ganzes Jahr verreist. Im Harem sitzen heulend die Eunuchen, denn einer ist im Dienst total entgleist. Ja, ja, die Lieblingsfrau erwartet einen Sohn, den süßen kleinen Sohn. Niemand anders als ein Wächter kann der Täter sein. Denn es kann zum Harem nur der Sultan ganz allein. Keine Frau darf aus den Mauern heraus. Eine aber brach aus gutem Grund aus. Als der Sultan was vernommen, hat den Blutrausch hier bekommen. Wer hat mir die Frau genommen? Und dann der Wetter ist das ein Skandal. Im Harem sitzen heulen die Eunuchen. Die Lieblingsfrau des Sultans ist entflohen. Er wirft sie alle köpfen und verfluchen. Die Lieblingsfrau erwartet einen Sohn. Der Sultan ist nicht kleinlich, doch war's furchtbar peinlich. Wieso? Er war ein ganzes Jahr verreist. Im Harem sitzen heulen die Eunuchen. Denn einer ist im Dienst total entgleist. Die Lieblingsfrau, sie ist